Willkommen zurück im Zaubertrankunterricht von Snape. Ja, okay, und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. So, wir haben im letzten Part ein paar Zusätze zusammenbekommen. Wir haben auch so einen komischen Brief gefunden, in dem die Anleitung steht. Wahrscheinlich vom Halbblutprinz oder sowas. Irgend sowas. Snape wird uns sicherlich das erklären, wie das geht. Beziehungsweise nicht. Wir wollten gerade irgendwas mit dem Stein anrichten, ne? Mit dem Kalkstein. Pulver und so. Wir haben jetzt hier drauf gemalert. Ja gut, da wird sich eigentlich der große, runde, schwere Stein eigentlich geradezu anbieten. Der schreit doch schon danach. Benutze mich als Mörser. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Der Junge packt das sowieso nicht, also, das heißt, wir müssen hier relativ vor Ort bleiben. Bis da komme ich mit dem Ding nicht. Was soll der Blödsinn? Ich leg den schweren Stein zurück. Ah, das geht echt. Schreckling. Okay, dann müssen wir den als erstes auf den Tisch legen. Krümel. Leider mief der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Okay, ich nehme an, er wollte einfach nur das sagen, was er hier vorhin auch bei dem Tisch gesagt hat, also bei diesem Podestchen da gesagt hat, diesem Schieferstein da. Okay, dann wollen wir auch mal gleich Mörser und Schlüssel ziehen, ne? Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. So, dann krümmel mal. Das geht echt in die Arme. Zack, den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ja. Ziemlich cool. Jetzt habe ich guter feines Ruf, weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. Aber ja, nicht Brenner, sonst das Zeug ist hundsgefährlich. Okay, gut. Jetzt muss ich gerade nochmal nachdenken. Wie war das eigentlich? Als erstes haben wir hier die Dose. Das Gefäß haben wir schon. Karotte? Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Moment. Mischen. So glaube ich war es, genau. Passt. Das dann in die Dose. Okay. Die Karotte? Ich habe das Gefühl... Ah, nee. Schwarz und Weiß, das sich verband, dann... Karotte kam, glaube ich, erst zum Schluss. Okay, dann erst Baumhaut, Baum... Irgendwie was? Passt. Auch drin. Baumhaut haben wir drin. Brauchen wir das hier drin? Ein Stopp bringen? Nee. Frucht war, glaube ich, als nächstes, ne? Okay, passt. Frucht. Die Karotte. Passt. Wir haben euch beieinander. Okay, jetzt, glaube ich, habe ich seinen Kommentar übersprungen. Okay. Passt, ich hab's noch im Kopf gehabt. Und etwas jetzt noch hier zur eigenen Sache. Und zwar, ich werde das hier so regeln, dass das hier alles so alle 20 Minuten Parts sind, damit ich das A ein bisschen hier einhole, was so im Allgemeinen hier so unterwegs fliegt, das in YouTube. Und andererseits ist das ein 2D-Spiel, das heißt, es lässt sich wunderschön klein rendern. Und das bietet sich ja gerade dazu an, dazwischen geschoben zu werden. Okay, dann, Kreis, hier hatten wir Lichter, ne? Hier hatten wir noch vorhin irgend so ein Nervgedöns hier. Ne? Wo? Hier? Hallo? Fahrt in den Wald? Nein? Hier, Kreuzung da. Okay, das sollte klappen. Okay, wie ist das plötzlich geworden? Ja, gut. Das sieht ja so magisch aus. Okay, aber was brauchen wir dazu? Eine Menge Fantasie. Okay, eine Menge Fantasie haben wir jetzt. Und wir sollten das doch gleich anzünden, ne? Also den Kalk brennen. Boah, ja, das könnte jetzt gefährlich werden, Junge. Pass jetzt bloß auf mit dem, was du tust. Na gut, dann wollen wir mal. Zu geil. Wir haben Portable Koffers. Kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha!
Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Passt, super. Du bist ein guter Zauberer, Junge. An der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Jo, lass dich nicht unterkriegen, Junge. Passt. Coole Sachen hier eigentlich. Mal kurz in den möglichen Koffer gucken. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zarow steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Hey, cool, Zarow. Hey, da kann man das Poster gleich mitnehmen. Der große Zarow. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarow der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Ja. Oh, nimm einfach Sachen mit von fremden Koffern. Da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Okay, noch mal kurz gucken. Zylinder, der Zylinder ist ja absolut wichtig. Oh, heiliger Bimbam. Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Ja, es scheint ziemlich häufig Post zu geben. Okay, dann. Oh, heiliger Bimbam. Ach, reiß dich zusammen, Jerry. Recht so. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Oder eine magische Nachricht. Ganz recht, dann gucken wir nach, ob die magische Nachricht was ist. Oh, heiliger Bimbam. Alles klar, mit bloßen Händen gehe ich da nicht dran. Okay, dann, unmöglicher Koffer. Riss. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh, oh. Fix. Junge, du bist tollpatschig. Aber wir haben was gefunden. Guybrush Threepwood-mäßig. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier ein Bauchrednerbuch aus dem Zylinder holen. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Jo, muss gut in der Hand liegen. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer, junge Haselnuss. Lass dir das von einem alten Mann sagen. Okay. Der Zylinder. Holen wir uns das Bauchrednerbuch. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Buch rauszukriegen, darf jetzt nicht so schwer sein. Oder ein Hase? Abraka. Hey, cool. Schnuckelig. Das ist ein komischer Hase. Der trinkt aus der Cola-Dose. Bäh. Cooler Kerl, du. Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Der Schlüsselmeister! Ich bin der Marquis. Nee, der Schlüsselmeister. Der Marquis de Hoto. Oh, aber Sie sind ein... Orectulagus cuniculus sapiens, du sagst es. Hase. Oh, also ich heiße Jeremias H. Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Ist ja nicht schwierig. Mathematik, ja. Tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind, es erinnert mich an Zuhause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja. Oh mein Gott, er ist ein Traumwandler mit Scherenhaaren. Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Schlechte Antwort, Junge. In der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten? Auch schlechte Antwort, Junge. Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also auch schlechte Antwort, Junge. Hast du hier nur schlechte Antworten? Sei doch mal ein bisschen überzeugt, Trommel auf der Brust rum und so weiter, ne? Okay, Zaubertricks. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's. Genau. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Baby treffend. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Ja. Meine Daus.
Willst du mein Lehrling werden? Nur zu gern. Ja, aber reise das mit aber. Mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Wo kommt der Ventilator her? Studiere die 5 feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Ja. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist Welche? Ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Aber Brombeerkuchen! Brombeerkuchen! Oh, schade. Eine lange Zeit natürlich. Dann wäre es unmöglich sein, dass ich... Nee, nix da. Du hast immer so komische Antworten, Junge. Wie gesagt, trommel auf der Brust rum. Sei mal wart. Eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Natürlich. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten. Das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Oh, schade. Schade. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Ja, logisch. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Wie praktisch. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Hallo, vor dir steht ein Hase auf Woher zwei Beinen. Hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Okay. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jim. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Ihre magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Cool, die Hotspots werden hiermit angezeigt. Leertaste und mittlere Maustaste. Passt also das Mausrad. Okay, okay, sehr praktisch. Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Das kommt von der Strahlung, Junge. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Komm, mehr Kuchen. Okay, passend. Jerry, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Ah, der Marquis ist cool. Der Marquis de Montferrat, wahrscheinlich. Wenn er schon von ewig Zeiten redet und so. Kennst du diesen Ort, Jerry? Ja, waren wir gerade da. Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Ich bin ja schon fast 12, ne? Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Okay. Cool ist, dass man das ins Spiel integriert. Ja, da haben wir die Kröten. Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern, wachsen, vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer, die Baumläufer. Baumläufer? Baumläufer? Ich dachte, wir machen hier so Zaubertricks und so weiter. Portalbaum, was bedeutet das? Ich bin der Zauberlehrling von Baumläufer.
Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Es ist nicht ganz so einfach, wenn man es am Anfang nicht kann, ne? Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh. Das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Ja, nicht verstehen ist schnell lernen. Also wenn das in der Schule so funktionieren würde, dann wäre ich ja der overpoweredste Kerl hier. Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Ein Hase, der auf Bäumen läuft, das ist mir auch noch nicht ganz klar. Aber der Marquis de Mauvera, oder nicht, der Moto, heißt er. Erzähl mal, wie funktioniert dieses Baumportaling? Ich habe ja schon gewisse Grunderfahrungen mit Portals, also... Solange hier nichts mit Aperture Science ist und auch kein komischer Computer mir irgendwie als Leder will, ist alles in Ordnung. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Thinking with Portals. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Ach, scheiß drauf, Junge. Hey. Jemand tritt auf die Lichtung. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Wo steht eigentlich der Kerl mit dem Ventilator immer? Wie wir es immer getan haben. Und vor allem, mit wem redest du? Ah, das ist richtig schön jetzt gerade. Aber das hier sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Nicht ganz. Aber irgendwie... Und hopp! Ich möchte auch so schnipsen können wie du. Aber das ist ja eine mit Rucksack? Ja, Räuberdinger. Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Hey, da haben wir ja schon wieder den Kerl. Ich nenne dich jetzt Stonehead. So schaut er auch aus. Ist cool. Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Oh mein Gott, Rieseneichhörnchen. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Cool. Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Und wo
Wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Schon wieder dieses Rieseneichhörnchen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte! Ah, ich finde das ja alles so richtig schön gemacht. Das sieht richtig cool aus hier. Ah, cool. Schön. Okay. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Okay, er lässt uns hier alleine. Das heißt also, wir können hier schalten und walten, wie wir wollen. Wir sind Zauberlehrling. Was macht der Zauberlehrling natürlich als erstes? Wow. Er befiehlt den Besen zu schrubben. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Oh, doch, die haben die auch so schon. Ja, schreit uns Maus an? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Tatsache ist, was uns hier noch alles hier in Mauswald begegnet und was hier alles noch so Schönes hier uns, ja, kredenzt wird, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Fertig.